Hey Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir sind hier gerade on stream. Und der Chat wieder mal am Abgehen. Ey! Falls ihr mal dabei sein wollt, dann kommt gerne vorbei. Wir sind jeden Tag online ab 9 Uhr, ab 10 Uhr. Grund für den Vlog heute ist mal wieder ein Fußballspiel, wo wir hingehen. Keine Sorge, das wird hier jetzt kein Stadion-Vlog-Kanal. Es hat sich einfach ergeben, weil der Ehrenmann und Abi hat mir einfach Real Talk Random geschrieben. Bruder, ich habe Tickets für Leipzig gegen Real. Hast du Bock, da hinzukommen? Hat geschrieben, ja, natürlich, Bruderherz. Und jetzt begebe ich mich auf den Weg. Diesmal nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit BlaBlaCar. Das heißt, ich fahre einfach mit irgendeinem Random nach Leipzig mit zwei, drei anderen. Das mit der Deutschen Bahn wollte ich mir nicht wiedergeben, weil die eh wieder 30 Minuten oder so zu spät gekommen wäre. Deswegen begeben wir uns jetzt auf den Weg, um euch ganz kurz abzuholen, wie die aktuelle Lage in dieser Gruppe ist. Also wenn Real gewinnt, sind sie safe durch. Wenn Leipzig gewinnt und Celtic gegen Schachtjör gewinnt, ist Leipzig auch durch. Aber ich persönlich tippe auf ein 2:2, weil Karim Abi, Karim The Dream fehlt, Ernesto Valverde fehlt. Und Leipzig ist gerade in einer guten Verfassung. Generell werden die nächsten Tage sehr, sehr cool, weil heute Leipzig und dann am Wochenende haben wir einfach so random nach Malle mit Sydney und Kalle stand jetzt. Ich glaube, es kommt noch irgendeiner dazu, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin nicht in dieser Planung so involviert. Auf jeden Fall, also abonniert schon mal den Kanal, damit ihr diese Videos nicht verpasst. Hier hat man sich als 15- oder 16-Jähriger immer getroffen und dann auf irgendwelche 16er-Partys zu gehen, Digga. So, angekommen in Leipzig, finde ich mich gerade an irgendeinem Spot, wo die ganzen Fans chillen und essen, glaube ich. Ich gehe jetzt zu Umut Abi und zu Anes. Die sind dort irgendwo bei so einem Gaming Room, weil Umut da noch was aufnehmen muss. Gerade spricht mich einer an, der meinen Namen vergessen hat. Perfekt, Digga. Naja, auf jeden Fall, Anes auch, start im Vlog. Könnt ihr auch gerne abchecken, ich packe den Link unten in die Videobeschreibung. Das ist alles relativ turbulent hier. Bruder, im Outfit. Der Boss himself. Was geht, Lan? Ich hoffe, mein Bro kann mich auf andere Gedanken bringen, nach dem, was gestern passiert ist, Digga. Nach der Charme von Nürnberg, in der Gruppenphase, gestern in Liga der Cup. Gut gespielt, keine einzige Niederlage gegen Sydney, sogar unentschieden gespielt. Einmal Spiel gegen Billo, Bruder. Schlechte Quote für Billo. Ich schwöre sogar. Das war ein Ding. Rödingshausen gegen FC Bayern. Ja. Bayern choked. Wegen deinem Billo verlieren, du bist so dumm. Bist du dumm? Er verliert gegen Billo. Junge, mit deinem hässlichen Auge, Digga. Er wollte kein Geld gewinnen, Bruder. Wir stehen hier vorm Eingang und warten auf den legendären Holger Abi. Holger Abi, komm gleich. Er muss parken. Und dann braucht Umut noch ein Ticket, was er hier irgendwo holen kann. Ficky, Ficky, hast du ein Ticket? Ja. Mit dir? Das kann ich, verkaufe ich nicht. 200. Nee, 250. Ich hab's nicht mal hier. Ich hol's für den Weltmeister. Alles gut, ich hol's eh. Der hat 250.000 Earnings. Alles gut. Mit der hässlich jetzt? Ich brauch kein Ladekabel, bist du nicht. Oh nee, Digga, ich auch nicht. Aber kein. Hör mir ehrlich, Digga. Was denn? Du bist Weltmeister von FIFA. Oder kennt dich die Leute hier eigentlich? Was? Kennt dich die Leute hier? Oder natürlich nicht. Weißt du, wer das ist? Irrelevant leider. Ist doch wurscht, sagt er. Das ist ein ekelhaftes Trikot, Digga. Ham Ham 69, Bruder. Das ist schon traurig, Digga. Stell dir vor, du schwitzt um dein Leben. Du bist einfach FIFA-Weltmeister und aus deinem Verein kann ich einfach keinen Schwanz. Drei Minuten vor Spielbeginn sind wir jetzt dann auch gleich im Stadion drinnen. Ich sehe, wie Forsberg spielt, ich sehe, Schubai spielt. Yes, he can speak German. But it's difficult for him, you know. The score at the end. The score, I think it will be like a 2-2. Interesting, interesting. From Leipzig, aber vor Leipzig, bro. And who will score? Who will score? I say Timo Werner and Nkunku. Nkunku. And for Real, Karim. Karim. Und Valverde, Bruder. Yes. Over the fire. Digga, man darf hier eigentlich keine Real-Tickets anhaben, ne? Ich glaube, in den Tickets stand, dass man keine Real-Tickets anhaben darf. Manchen Glück. Sonst wird man rausgeflogen.
Herz. Kurze Frage, bevor das Spiel losgeht. Wie viel kriegt dein Cutter, der das Video cuttet von dir? Auf Ernst, 5 Euro, 6 Euro? 100 Euro für Video. Halt's Maul. Einer schneidet seine Fußball-Challenge. Er hat einfach 5 Euro bekommen. 5 Euro. Danke nochmal für das Ticket, Habibi. Diesmal auf Ernst, Bruder. Allah, sehr, sehr geile Plätze. Sehr, sehr geil. Ich schwöre, Plätze sind nice. Überall vertreten, Bruder, überall! Der CEO von Red Bull war kurz und gestorben, deswegen applaudieren die gerade alle. Zeig mal bitte dein Hintergrundbild. Ich mache mit die Wanne! Raus aus der Zigarren, Havanna! Guck jetzt hier! Asensio! Es geht los! Leipzig leider nicht mit Fünferkette. Kuko! Warte! Warte! Oh! Kuko! Oh! Inch spendiert Real! Inch! Ja! Ja! Ich hoffe einfach, dass Carlo Ancelotti auf Mondi Architekt gemacht hat, damit er lenkt jetzt, Bruder. Wer ist noch lenkt von denen? Toni Kroos? Militao? Wer ist Stürmer überhaupt? Kann man Winger? Nein. Warum ist die 12 dann so weit vorne? Oh, oh. Oh, mach doch oben hin. Und lauf rein. Bene flankieren. Bene! Bene! Ja! Ich sag kurz bringen. Kurz und ein Elder Shot. Oh. Junge, was macht dein Lieblingsspieler um uns? Was macht dein Lieblingsspieler? Assi, Assi, Assala, la, Madrid, Assi, Assi. Rodrigo Madrug auf die Ecke. Auf Vini. Vini, 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 Vini. Oh, Toni. Mann, ist das so nervös, ja? Mann, ist das so ein Bluff-Real-Film, oder? Nur auf Kamera. Alles ist so blöd, Bruder. Jetzt, wenn Cam und so an ist, dann sagt, boah, ich muss so tun, als wenn Real mich schuckt. Und wenn Cam aus ist, Bruder, sagt, Digga, was juckt mich das Spiel eigentlich? Warum bist du so, Bruder? Sag mal. Oder Umo ist der Spieler. Umo ist so nötig. Was? Sag mal, sag mal, wer ist die Spieler? Lashi, Nkunku, Klostermann, Guardiol. Er sagt Guardiol. Er sagt Guardiol. Damals bei 4 zusammengespielt bis zur U10. Bis meine Adoptionserklärung angetreten hat. Kurz. Ah!
Seitdem, Bruder. Er ist der Weg gegangen, ich bin mein Weg gegangen. Einer von uns beiden muss filmen, ich will nicht anders sein. Jedes Mal, Arne Zwergquote, El Clasico, er war da, 4-1-0. Gegen Paris. Hinspiel, wo Mbappé zur 90. Ja. War ich da. Wie haben die da gespielt? 1-0 verloren. 1-0 verloren. Und jetzt, 2-0 hinten. Würdest du sagen, du bist ein Glücksbringer? Warte mal ganz kurz! Ich hab jetzt gewartet, was ist jetzt? Kuku ist der beste Spieler auf der Welt. Subasic! Subasic! 3-0 wäre hart! 3-0 wäre hart! Wirklich, geile Stimmung hier! Geile Stimmung hier im Stadion! FC-Fans, super! Haben schon noch 2-0. Die Eckmänner von Leipzig immer sehr gefährlich! Oder stell mir mal eine Frage, okay? Stell mir die Frage, was würdest du machen, wenn ich deine Freundin angreifen würde? Was? Was würdest du machen, wenn ich deine Freundin angreifen würde? Soll ich dir jetzt stellen? Ja, ja. Was würdest du machen, wenn deine Freundin dich angreifen würde? Nein, wenn du meine Freundin angreifen würdest, so musst du stellen. Also wenn ich deine Freundin? Ja, ja. Oder was würdest du machen, wenn ich deine Freundin angreife? Oder meine Hand. Oder weil ich würde den Sensierschuss schicken, genau. Hey! Man weiß nie! Übertreib nicht! Wir machen den Sydney. Eine berühmte Person, die uns sehr nahe ist, hat uns eine Sache gelehrt. Gib die wieder. 2-0 ist gefährliches Ergebnis. 2-0 gefährliches Ergebnis. Daran glaube ich. Schön gesagt, Bruder Herz. Ich hoffe nicht. Einmal darf es nicht stimmen, Bruder. Ich schwöre, ich bin so fahrlässig gerade. Bruder, hier sind so viele krumme Nasen, Digga. Weißt du warum? Weil jeder Kurde, jeder Syrer und jeder, die irgendwas einfach real fängt. Ja, Bruder, was ist das? Aber guck mal, hier ganz hinter uns sind auch Syrer, oder was ist das? 100%, Bruder. Weil er die krumme Nasen. Mein großer Bruder ist hier, Bruder, er hat Nasen, sein Vater, Digga. Seine ist nicht krumm, seine. Weil er der Arme, ja. Er geht extra Friseur, Bruder. Er denkt sich, schöner Tag. Ich fahre nach Leipzig. Ich komme um 9:30 Uhr morgens, ja. Damit Juf liegt. Also 13 Uhr hier, Bruder. Der Juf liegt, Bruder. Juf. Wie hat Juf liegt gespielt? 2-2, ja. Ja? Wenigstens das, Bruder. Ja. Ist wichtiger, oder nicht? Leipzig! Leipzig! Asensio. Und mit Asensio? Ja! Hi, Loco! Digga, was redest du? Du bist so gut! 3 von 10, die Regale, die Pommes auch 4 von 10. Oh, yeah!
nicht so schnell. Willi, geht auf, Mann! Willi! Ja! Ja! Großartiges passieren. Ich fahre jetzt nach Hause wieder zurück nach Nürnberg, damit ich morgen früh schwimmen kann. Dankeschön vielmals für die Einladung. Umut Abel, Real Talk, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Lasst dem Video ein Like da, lasst ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare. Was sollen die, Umut? Was sollen die in die Kommentare schreiben, Bruder? Steuerkreuz, Bruder. Steuerkreuz-Kohle, der beste Steuerkreuz-Spieler auf der Welt. Deswegen, danke fürs Anschauen, ich liebe euch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.